Gemerkt. Ah, ah. Fahr, stirb endlich! Spinne. Also, Ja, nein, ja. wir spielen das. Welche Taktik ist das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat Ich genauso weiß viel es auch Angst nicht. wie ich. Ich sage Das weg. könnte wirklich sein. Und da sehen schon die, siehst du die Hähnchenkrümel, hast du gerade gesehen? Da fliegen Hähnchenkrümel runter. So, das ist Ja. Ver Verspottung des Gegners. Ja, normal eine gelbe Karte mindestens. Schon wieder eine Ebene nach unten, aber Ja. Mr. Morgame ist noch im Spiel. Wie, man ist da unten noch im Spiel. Ich dachte, ich hätte ihn Ja. jetzt endlich mal getötet. Ne, das ist die Okay, letzte weg. Ebene. Nein, ich lass mich nicht wegtreiben. Ey, aber hier Was? kann ich endlich in Ruhe angeln. Ja, du kannst wirklich angeln. Wow! Komm her, du Der war Bitch! aber haarscharf. Das Ding ist halt, dass man Aua! hier unten probieren soll, ihn da reinzuboxen. Sobald er in den inneren Kreis ist, sprich die drei da, ist man draußen. Du hast hier also einen neuen Blockradius und wenn du da drin landest, bist du weg. Also es geht hier wirklich um alles oder Wow. nichts. Aber es geht ist wirklich immer da, ist ein bisschen intelligenter, wenn es um sowas geht, als Mr. Morgame. Der hat die einfach nur drauf. Ja, ist einfach hier, wo mehr Platz ist. Uiuiuiui. Und da kämmt er sich hin, macht es unspannend für seine Zuschauer. Also wenn er Ha! Sp we Unspannend! Ey, ich schwitze hier gerade. also wenn ihr Spannung sehen wollt, geht zu Mr. Morgame. Das ist Ja, seht alles. ihr? Boah! Das war mega Das knapp. war knapp. Geh Weil weg, wir gerade beim Mann. Thema Spannung waren, oder was sagst du? Ja. Das Aber hier ist spannend. egal wie es heute ausgeht oder im restlichen Turnierverlauf, Mr. Morgan bleibt der König hier. Ich glaube, ich töte ihn einfach. Geht das auch? Nein. Da kommt vorher ein Instant-Heal-Trank. Aber außen raushauen kann man ihn jetzt nicht mehr, oder was? Nee. Nein, aber er kann dich unten raushauen. Das Also wie ist ja gesagt, es geht gemein. hier rein, dass man hier in diesen drei, In also den mit dem inneren 9er Kreis Radius landet. reinkommen. Normal ist es eigentlich, wenn man hier ganz unten drin landet, also wird man erst geportet, aber damit es ein bisschen spannender wird, erweitert man den Radius, weil sonst battelt man sich die ganze Zeit hier. Und Skate ist auch unten, sprich, das Ganze spielt sich jetzt unter Wasser ab. Nur wer hat die dickeren Eier? Wer hat die dickeren Hühnchenschenkel? Das entscheidet sich alles hier. Und seid schon ein bisschen feucht geworden. Ja. Der Skater hat dir schon gesagt, der schwitzt ein bisschen. Ja, so ein kleines bisschen. Also wenn ihr hier drinnen landet, dann Im ist innersten das so. Radius. Im innersten Radius. Das sind 3x3 Einbuchtungen. Hier, wo ich gerade drin stehe. Also ich bin unsichtbar, oder? Ja. Boah, macht's auch ein bisschen spannender. Nein! Ich mach gar nichts spannend Ihr könnt hier. natürlich auch irgendwie nach oben kommen, wenn ihr es schafft. Man kann es zwar rein theoretisch nicht, aber. Komm schon. Also, ich sag mal, es wird sich spätestens dann entscheiden, wenn einer von euch beiden Hähnchen fressen muss. Gemerkt. Ah, ah. Fahr, stirb endlich. Spinne. Also, Ja, nein, ja. wir spielen das Ganze jetzt nochmal jetzt, bis ich genau 40 Minuten meiner Audacity-Aufnahme habe. Und wenn es dann Nein, nicht halt die geht, Fresse. Wir wollen das jetzt durchziehen. dann werdet nochmal nach oben gefoltert, wenn ihr Bock habt. Achso, aber ich habe schon gehört, ich soll die Fresse halten. Also halte ich jetzt die Fresse, stelle mich Geh in die weg, Ecke. du Jude. Hey, hey. Keine rassistischen Dinger hier. Ich stelle mich schon mal in die Ecke. Sorry, Leute. Ey, ich sollte mich in die Ecke stellen. Also ihr seht mich ja gar nicht. Warte, ich muss kurz eine Milch trinken. Wollt ihr auch eine Milch? Wer will eine Milch? Hey Leute, Jetzt geh endlich drauf! folgt der Milch. Seht ihr die Milch? Komm schon, ihr wollt sie.
Er wollte Milch. Geh doch weg! Ihr wollt die Milch. Aua! Aber jetzt schläf ich mich erstmal in die Ecke und schäme mich kurz. Face. Das ist voll unnett, was du da machst. Ich hau dich mit Schnitzel. Jetzt hör auf. Du tust dir die ganze Zeit selbst damit weh. Komm, ich geb dir auch das Hühnchen der Friedens. Hier, ich schmeiß mit Hühnchen auf mein okay. Steak weggeworfen. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ja, wir spielen das einfach so lange, bis jemand verhungert. Meine Angel ist kaputt. Ja, das war mein Ziel. Denn jetzt kannst du mich nicht mehr wirklich weghauen. Meine Angel ist noch ein bisschen heil. Also wir machen es jetzt wirklich so, wenn es bis 40 immer noch so geht, dann packen wir nochmal alle nach oben und bis zur blauen Ebene nachher. Also bis zur Wasserebene, dann ist man weg, okay? Also wenn es wirklich zu lange dauert. Ihr kämpft schon so lange, dass man das schon wieder Nacht wurde, ja? Ich wollte es nur mal erwähnen an dieser Stelle. Und da ging die zweite Angel, glaube ich, auch in die Brüche. Ja, aber das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied, denn... Weil so langsam geht das hier aber sicher in die Richtung, die ich haben will. Aber nein, es reicht wieder nicht. Also Leute, wenn ihr habt, dann chillt euch hier ja. Und battle durch. Aha. Ich wegskate, lass mich. Sonst muss ich ein bisschen den Radius kleiner machen. Wenn ihr das haben wollt. Es wird ja nie einen Gewinner geben. Ja, bettelt ihr euch schon mal weiter, ich mache den Radius ein bisschen enger. Oh no. Was heißt hier ein bisschen enger? Ich will nicht sterben. Sprich, den Radius ein bisschen enger. Du stirbst auch nicht, wenn du in die Mitte kommst. Du fliegst dann nur runter. Ein Stück fest. Das kenne ich gut. Das war das Ziel. Was baut ihr eigentlich da unten gerade? Noch mehr böse Sachen für uns. Dort, wo ihr nachher hingeportet wird. Damit es ein bisschen... Nee, ganz im Ernst, was wird das? Kämpft ihr schon mal weiter. Wir machen jetzt ja, kämpft ihr schon mal weiter. Bis jetzt besteht unser Kämpfen eh die ganze Zeit nur aus hier rumsacken. So, wir machen es jetzt einfach so. Und packen der Lava hin. Ja. Ja? So haben wir es gern. Ja? Kriegt eine Fire Resistance Ding und dann geht's ab. So, ihr werdet jetzt gleich hier beide zu mir geportet. Bleibt bitte da noch oben drauf, ja? Nee, wir Ey! Ey! Bleibt da noch drauf. Auf 3 springt ihr beide runter. Oder es geht jetzt schon runter. Mr. Morgan geht jetzt auch runter. Ja. Geh runter. Und jetzt battelt ihr euch. Wer zuerst hier in einem 3x3 Radius landet, ja? Oh. Ihr habt noch 2 Minuten Zeit, ja? Sonst packe ich euch nach oben hin. Das Battle der Giganten, ey. Also ich habe wenigstens was zu lachen. Ich auch. Geh doch tot. Da will ich mal gerne die Facecam von Skate reinziehen. Wir sind voll ins Plus. Die ganze Zeit und lache. Voll upgrade und so. Geh mit deinem Skin weg. Geh doch endlich weg. Geh mit deinem Skin weg. Piss dich. Das ist übrigens was dafür, ha? Au, da hättest du mich fast mit erwischt, dass du gerade durch mich durchgelatscht bist. Ihr habt noch 1 Minute und 10 Sekunden, ja. Oder es stirbt einfach einer von euch vorher, aber ich glaube, ihr habt immer noch Resistance, oder? Ja. Dann vermutlich das erste. 1 Minute noch. Aua, nein. Das gibt es nicht. Ich krieg den nicht mal mit Tricks hier raus. Es ist dann 3, also egal wie er es trifft, ihr müsst nur über 3 Blöcke drüber schubsen. Ja, aber das ist kein Unterschied, weil der bleibt in der Ecke einfach, campt, ja. Ja. Spring einfach über die Mitte.
Skate, ich zeig das mal. Komm, komm, schau, so. Hast du gesehen? Ja, ja. So. Wenn du willst, kannst du auch 360 machen. Alter, verarsch mich jetzt. Bist du ja schon wieder in der Ecke. Natürlich bin ich in der Ecke. Wenn du mich herlockst. Ab in die Ecke mit dir, okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Weg, okay, passt. Ja, was war jetzt? Ich hab ihn rausgeschlagen. Okay, passt. Geht alle in die Mitte. Geht einfach rein. Okay. Ich hab gewonnen! Oh! Geht oh. In die Mitte. Ich hab jetzt das Spiel verloren, nein. Ich will aber auch noch was zu essen. Krieg ich noch welches? Ja. Hä? Alter! Ja, kriegen wir jetzt noch mal was ja. So eine krieg, Angel? Drück schon mal auf den Knopf. Oh. Hab ich doch schon, ich war schon bei Rot. Achso, wir kriegen ja noch Angeln, wenn wir wollen. Okay, habt ihr beide nichts mehr zu essen, oder? Aber nicht. So, ich hab was zu essen. Nee, hab ich nicht. Da hast du wieder dein Hühnchen. Danke. Für die, die jetzt bei meinem Kanal zugucken, das mit dem Hühnchen ist ein kleiner Insider. Auf Mr. Morgan. Wir bekommen doch eh automatisch Steak, du Held. Ja, aber Hühnchen sind schmackhafter, nährhafter. Oh, okay, können wir da mal loslegen? Ich will es endlich okay. Verlieren jetzt hier. Los. Kalorienärmer, fettarmer. Ja, Hühnchen hat nur Vorteile. I love Hühnchen. Gibt's da, glaubst du, eine Website? ilovehühnchen.com oder so? Also der nächste. Boah! Da hat er mich knallhart runtergehauen. Aber ja, Mr. Morgan ist ja. Auf der vorletzten, also eigentlich auf der letzten Plattform, weil man gesagt hat, das weiße, blaue ist weg. Damit hat Mr. Morgan das komplette Spiel gewonnen und du kommst da nicht raus. Warte, ich schubse dich runter. Boah, das war das viel heißt, zu knapp. Mr. Morgan ist eine Runde weiter. Alter, ich hab gewonnen! Sprich, Mr. Morgan hat gewonnen. Endlich hab ich was zu bringen. Mr. Morgan darf jetzt hier hinkommen und den letzten gewonnen. Hebel umlegen. Ah. Anderen Hebel. Das war kein anderen Hebel. Duell. Ich muss jetzt mal echt mal sagen, Skate ist echt ein guter Gegner, ohne Witz. Ich will das dazu sagen, echt, ich ist das war, das ist kein schöner Sieg. Eigentlich müssten wir noch weiterkämpfen. Das ist Skate viel ist zu knapp Sieger der Herzen. Das ist Skate, das war wirklich, aber das war wirklich ein geiles Battle. Also Skate ist wirklich ein guter Gegner, muss ich mal sagen. Okay, damit ist Mr. Ich Morgan muss aber auch sagen, es wäre das erste Mal gewesen, dass ich was gewinne, weil ich mache ja schon seit vielen Jahren bei solchen Duellen mit und ich habe noch kein einziges gewonnen. Aber das ist auch das erste Mal, dass ich bei einem gewinne. Mein Herz. Alter, jetzt haben wir aber 43... Aber ich werde immerhin besser. Vielleicht das nächste Duell, vielleicht wenn ich... Es gibt aber noch eine zweite Staffel von diesem Turnier. Ja, aber vielleicht ich über 40 Parts gebraucht. Dann irgendwann mal was. Mr. So. Morgan ist eine Runde weiter, wird dann immer... Warte, ich hab jetzt. Oh Mann, du hast mir meine Kekse genommen. Ich wollte jetzt dem Morgame zum siebten Kekse schenken. Da, Kekse, ich möchte Kekse. Jetzt. Ich möchte mich jetzt nochmal hier da, verabschieden. Da, komm her. Also, ich verabschiede mich jetzt schon mal bei meinen Zuschauern. Danke fürs Mitmachen. Jetzt hat der und, die Kekse. Ich wollte sie eben schenken, Mann. Ich will da noch kurz was sagen. Ich will nochmal sagen, dass Skate echt ein guter Gegner war. Wo bist du? Ich will dir deinen Kekse und Mr. Morgame ist eine Runde weiter. Sprich, ihr seht noch eine Folge, wenn nicht sogar mehrere Folgen, bei Mr. Morgame. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Cox. Keksmonster! Let's Cox andere Leute mit Keksen an. Bis ganz zum nächsten Mal. Genau Leute. So. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.